Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Stadium. Es geht weiter mit dem dritten, der Karate-Meister. Und der hat eine schöne Schwäche für Psycho-Pokémon. Das bedeutet, ich müsste ja schon sprichwörtlich mein Kukowai einsetzen. Da habe ich sogar noch mehr Vorteile, sehe ich gerade. Und mein Rosana. Ich nehme die beiden auf jeden Fall mit. Und was muss ich jetzt noch hier beachten? Das Sichlor und das Blitzer. Und da ist Glurak der perfekte Partner dafür. Sollte kein Problem eigentlich sein. Damit auch mal Kukowai sein Auftritt. Oh, ein Blitzer. Will er mich auch paralysieren? Weißt du was, ich schläfe dann mal kurz ein. Ah, da kommt eine Naderakete. Ach ne, Energiefokus. Ich habe die Naderakete von einem Blitzer vergessen. Das darf man eigentlich nicht. Aber es pumpt sich auf und kriegt erstmal eine Runde Schlafbude ab. Die Attacke schlägt natürlich fehl. Kommt da jetzt eine Naderakete. Und jetzt habe ich den nicht perfekten Counter dafür. Weil jetzt wäre es Nidoking gewesen. Ach komm, der Schlafbude hätte auch treffen können. Ne, da kommt ein Donnerblitz. Er kann wohl keine Naderakete. Ja, zieht trotzdem nicht viel ab. Damit können wir leben. Komm, lass die Schlafbude mal raus hier. Dann lassen wir das jetzt sein, weil das geht mir auf den Zeiger. Das waren jetzt zwei Runden umsonst eingesetzt und das mag ich nicht. Ich hasse sowas. Zwei Runden ohne Grund verschwenden. Ja, da hätten wir jetzt auch schon viel, viel mehr austeilen können. Ja, ein sehr... hätte ich schon längst das Blitzer tot haben können. Hätte ich mir das mit Schlaffutter verkniffen, ey. Mein Gott. Das ist immer so schlecht, ey. Wenn Schlafbude nicht trifft, dann hast du echt die Arschkarte. Ja, reicht nicht. Und wenn wir keinen Quit kriegen, dann hattest du gewonnen. Boah, beide haben noch 33. Ja, was soll ich da jetzt austauschen? Ich habe keinen Nidoking, der hätte den Donnerblitz einswitchen können. Das Problem ist, mein Rosana wird auch noch was abkriegen. Und der kriegt jedes Mal einen Volltreffer jetzt. Weil der bei der Init so hoch vom Blitzer ist, dass die Chance gleich 100% ist. Das ist aber ein Problem. Und Rosana wird auch noch einen abbekommen. Ein Donnerblitz. Und der tut dann auch noch mal ordentlich weh. Ja, da kommt der nächste Donnerblitz. Wahrscheinlich kriege ich wieder gerade eine Paralyse ab. Ja, das war klar. Ja, gut, dass Rosana das überlebt, weil der Spezi wird auch so ist, sonst würde der Blitzer den alleinigen Durchmarsch machen. Machst du aber nicht. Ja, die hätten wir früher gebraucht bei Kukowai. Schade, Kukowai, also ich hätte das Matchup mit Kukowai gewinnen können, ich das mit dem Schlafbuder. Hätte mein Schlafbuder getroffen oder ich hätte es mir verkniffen. Aber zweimal daneben ist schon brutal. Da kommt Nidoking. Nidoking, okay. Das sollte... Ja, es wird eine Psychokinese überleben. Und da muss halt Glurak das wieder mal reißen. Das ist ja gar nicht gut hier. Ja, es reicht nicht, das war klar. Aber kommt mit Energiefokus, dann gewinne ich das Matchup sogar noch. Oh, das ist dieser Pump-Heini hier. Na ja, gut, Karate-Meister, ne? Der meint sich erstmal erst vorher aufzupumpen, damit er auch was reißen kann. Aber genau das ist jetzt der Strategiefehler bei ihm. Und deswegen gewinne ich das Matchup. Normal hätte ich das verloren. Ein Erdbeben und weg wäre das Rosana gewesen. Bringt frei für Rasaf. Okay, ein Rasaf kommt. Der schnelle Angreifer hier. Der mit den flinken Füßen. Ist aber nicht so schnell wie ein Kikli. Nein, Kikli ist langsamer. Und der Treffer ist perfekt und der reicht auch nicht. Gucken, ob der gute Obisch mit Energiefokus, oder? Jo, war klar. Die pumpen sich alle auf, aber es bringt ihnen nichts. Deswegen hat er auch nur Kampf, hauptsächlich nur Kampf-Pokémon, damit die sich aufpumpen können. Also da wusste man nicht so in der Meisterball-Kategorie, was man da machen sollte. Tschüss, Rasaf. Jo, es ist das Ende für einen Rasaf. Ein Rasaf.
Oder ein Aff. Oder ein Afras. Ja, ist auch so ein Afras. Kommt das von Affe? Kommt Rasa ursprünglich der Name von einem Affen? Obwohl er gar nicht so aussieht, ne? Naja, egal. Wir haben den Kampf gewonnen und das ist mir am wichtigsten gewesen. Und wir machen weiter mit dem nächsten. Das ist der Zocker hier in the house. Mit dem scheiß Hornbohrer, ey. Oha, kommt schon Dragoran um die Ecke. Alter, kommt schon gerade schon ein Dragoran um die Ecke. Okay, ich sehe hier durchaus wieder Vorteil für Raichu. Schon allein wegen der Geschwindigkeit. Der hat 3 Pokémon, 4 bei Diktri muss ich ausswitchen. Da brauche ich dann eigentlich... Ja, schon fast ein Zentox, der hat aber auch eine Bodenschwäche. Ich könnte auch Kukuwei benutzen. Das wäre auch noch eine Alternative. Mit Solarschreit treffe ich da auch einiges. Und Rosana benutze ich noch für das Dragoran. Der trifft aber auch noch das Diktri hart. Mit dem Eis. Also Diktri wird das schnellste sein. Den werde ich nicht ausbieten können. Okay, da müssen wir dann mal schauen, wie wir das Diktri down kriegen. So, ja, mal schauen, die vierte Runde. Mal gucken, was da kommt. Oh, ein Lamus. Das ist schon mal ein perfektes Matchup. Denn Lamus ist schnell. Lamus ist schnell, genau. Nein, Lamus ist langsam. Da brauchen wir das nicht paralysieren. Da pfeife ich drauf. Dann kommt gleich der direkte Donner. Und das erinnert mich an den Hyperball. Da war das nämlich genauso. Dass sogar das Lamus auch down gegangen ist. Aber fast genau das gleiche Matchup, gleiche Runde, gleiche Welle. Also der Unterschied zwischen Hyperball und Meisterball habe ich auch nicht das Gefühl, ist auch nicht besonders groß. Das kommt mir auch bekannt vor. So, das kriegt aber eine Paralyse ab. Da bin ich knallhart. Knallhart paralysieren wir einen Dragoran. Aber das wird wahrscheinlich auch mich paralysieren. Okay. Ein Paralyse-Wettstreit hier. Interessant, was das kann. Natürlich, der Donner ist neutral effektiv, weil er noch den Typ Flug hat. Kommt jetzt wahrscheinlich ein Diktri, oder? Warum wechselt er sonst aus? Nee, Arbok. Okay. Ein Arbok kommt da ums Eck. Also müsste ich meine... Ah, warte mal, noch ein Free-Turn bei ihm. Kann man 2 Pokémon paralysieren? Laut den Regeln. Erdbeben? Geofissur! Ja, natürlich. Die OP-Attacken, ey. Okay. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Kukuwei ist an der Reihe. Ich hoffe, dass er einfach nicht nochmal mit seiner scheiß Geofissur trifft. Weil es ist ja dieser scheiß Zocker, der sowas einsetzt hier. Arbok ist auch noch schneller. Nein. Ja, Gott sei Dank daneben, ey. Also noch mehr Glück braucht er nicht zu haben. Genau, Beinhardt. Weg, Arbok. Hör mir auf mit deiner scheiß Geofissur, ey. Kann ich nicht gebrauchen und will ich nicht mehr sehen, ey. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Weil den 30% die zweite der auch noch treffen können. Die Reservebank ist leer. Wir sind sogar schneller. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Deswegen, dass auch eine Psychokinese kommt. Jo, Kukuwei. Los geht's. Das auch noch. Das heißt, es reißt sogar noch einen Treffer. Und es ist sogar noch paralysiert. Mich hätte aber jetzt gerne interessiert, was da gekommen wäre. Ob da jetzt ein Feuersturm oder sowas gekommen wäre. So, das reicht natürlich jetzt. Speziwert gesunken reicht. Und down. Kukuwei erweist sich als brauchbares Pokémon. Und damit auch der nächste Part vorbei. Wenn es euch wieder mal gefallen hat, dann gebt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Pokémon Stadium, dann mit der zweiten Hälfte des Meisterball, der Meisterball-Kategorie im Premium Cup.